that you've broken. All of the wrongs you've done make you weep from the start. Are you happy now? I just can't see how. Ich muss ein anderes machen. Das ist schwer. Ja,
Band gesehen im Schau. Das der Tine, der Hebel, das ist noch etwas Ähnliches wie der Äpfel bei der Eva und beim Adam. Das soll man nicht erzählen machen. Thank you.
long as there's the two of us, we've got the world and all of its charms. When the world is through with us, we've got each other's arms. Let those clouds roll on by. That's the story. That's the glory. That's the story of love. Civil War. Thank you.
love a lot. Hey, I'm gonna give her every single cent I've got. Ooh, let it go. Subscription. Das siehst du eben wieder im anderen Licht. Wenn dann das weg ist, kommt man das her. It's underneath the ground where that music's found.
Ja, ja. Der Obdachlose. Nein. Gegen den Pfarrer selber. Gegen den Pfarrer selber? Ja, doch. Wieso? Ja, no, das ist eine andere Geschichte. Das geht um Show. Ja. Immer. Ja, das hat sicher recht. Ja, ja. Er ist ein wunderbarer Showman. Gegen den Pfarrer selber kann man nicht sein, weg der Obdachlose. Nein, das tue ich nicht an der Öffentlichkeit. Okay. Das sind wir zuerst. Wie ein Brutpaar. Warte, ich gehe dort. Und später distanziert sich das dann ein bisschen. Aber einmal haben wir sehr schöne Grafiken von der Runde, die es probiert haben, dass die Fusion irgendwie ein bisschen zu schmücken. Das ist also interessant. Okay, von mir aus kommen. Ist gut. Also was man jetzt noch nicht gesagt hat, ist, wie lange ist der Dolotec, wie lange ist das dein Thema schon bereits? Also wie lange bist du dich mit dem befasst? Ja, da bin ich drauf gekommen, mein Haus ist in einem seltsamen Zustand gewesen. Das Werk war krank gewesen, der Hund war krank gewesen und ich bin auch sehr krank geworden. Und dann hat man gemerkt, dass das von der Kanalisation auch kommt. Die Randsteine sind schräg gewesen und dann habe ich angefangen, die Tolle, irgendwie hat es mich dann zu der gezogen. Und dann habe ich die ersten Aufnahmen gemacht. Erstens von den Blättchen im Stegenhaus und dann von den Tolle. Und dann habe ich gemerkt, bei den Tolle, dass der Schwerpunkt gar nicht auf dem Tollendeckel liegt, sondern daneben, dass er etwas aus dem Gefüge ist in der terrestrischen Strahlung. Und die Aufnahmen sind ja nicht einfach Abrieb, wie man es jetzt macht mit Pfeifreiberli als Kind vielleicht, wo man dann einen Abrieb hat, sondern es sind wie Strahlungen, die dann aufs Graphit reagieren. Wir haben aber auch Aufnahmen ohne Graphit, also wo man bringt die Schwärzung an, ohne dass man Graphit muss einsetzen. Nur bleibt es dann ein bisschen latent, also es wird dann nicht dunkler. Es kommt dann so, wie eine unterbelichtete Foto im Entwickler, wo dann auch fast ein bisschen unscharf wird. Ich habe jetzt da kein Beispiel, ich hätte Beispiel, aber wir wollen ja nicht über das, sondern eigentlich von dem Symbol, wo die Tolle sind. Das sind auch Mantras, sagen einige Leute, und sie ähneln auch den indischen Mantras und sind ja Eingänge eigentlich in eine andere Welt, also in die Unterwelt, die terrestrische Welt, wo die Bodenstrahlung eine Rolle spielt.
Und es ist interessant, dass sie immer, es gibt eine Dreidimensionalität in die, sie sehen, es ist immer auch seitlich auch noch dargestellt, besonders da beim keltischen Kreuz sieht man, dass die Seite auch immer drauf will. Das Papier tut sich, ich mache ja ein Vakuum im, durch das Besseln im Eisen und irgendwann kommt das Windstößchen und verschiebt das Blättchen um das paar Millimeter und dann wird es dreidimensional. Das ist ein Teil von der Oberfläche, wird es offenbar, und die wollen sofort das Bild herstellen. Ja, die Materie ist sehr bildfreundlich. Sie haben gern. Nicht so gut sind sie in der Orthographie. Die Schriften haben manchmal Schwierigkeiten, weil sie sind auch gar kantig, die Schriften. Aber sobald sie Rundformen haben, die liegen die 8 oder so, die kommen sehr gut. Ja. Dann habe ich beim Urs gestern eine alte Truhe, wo meine Anfangssachen noch ein bisschen rumliegen, sehr ungeordnet, aufgemacht und flugs bin ich fündig geworden. Jetzt habe ich vor Jahren habe ich die Etiketten gesammelt von der Bahn. Und zwar vor allem natürlich das Fragil Zeichen, das ich dann irgendwie mit irgendwelchen grafischen Tricks, entweder habe ich etwas ausgeschnitten, da, ein paar Scherben, und daneben geklebt und dann Handverkäufe gemacht, damit wir wieder eins bestellen in der Schweiz. Das sind bald 40 Jahre. Und dort habe ich den Urs kennengelernt im Grünen Krug, wo auch der Ernst Schüpfer, der Friedrich Kuhn, ihre Auftritte hatten und noch viel, viel wunderbare, lustige Leute, wo wir gemeinsam hin wieder noch uns daran erinnern mögen. Urs und ich. Und ja, ich bin da zu dieser Ausstellung gekommen, auch wieder wie die Jungfrau zum Kind. Der Urs ist gekommen und hat gesagt, ein Jugendstilbahnhof. Und jetzt kann ich mit meinem Symbol genau an dem Ort, wo die auch auf die Etikette geklebt worden sind, auf die Pakete oder was immer, kann ich es jetzt hier ausbreiten und staunen doch, was die Industrie an Symbolik hervorbringt. Da die fliegende Bahn, da die explodierende. So stellt man sich vor. Oder, ja, das ist echt zauberhaft. Ja, das ist die Industrie drauf. Da haben wir, die sehen jetzt eher aus wie Münzen, das ist ganz moderne. Also die, das ist jetzt schon sehr münzenhaft. Und man kann sich fragen, ob es nicht riesen Geldstücke sind, die tollen Deckel. Mich nehmen mal wunder, Hannes, bist jetzt du ein Sammler, der schaut, welchen tollen Deckel habe ich noch nicht, oder gehst du eher suchen, wo die Strömungen herkommen, wo die Gefühle sich entwickeln? Wie tust du das suchen? Ja, das habe ich mich also auch schon gefragt. Wie finde ich es? Da hat es jetzt zum Beispiel eine gefunden, in Rinnig, das ist ein sehr geschwätziger, da hat es sehr viele Informationen drauf. Sado Reinigung. Sado Wasserreinigung und ohne, also sehr geschwätzig, sehr viel Schrift, aber sehr alt. Also es fühlt mich an, irgendwie alte Toilettendeckel haben natürlich ein grösseres. Sie müssen sich vorstellen, im Fluss von der Materie, vom Erdreich, sind natürlich so eisige, runde Körper sehr, sehr starke Wirkungsfelder, gibt das rundum. Und da passiert schon etwas.
sie müssen ja schauen, dass sie den Fluss von der Materie nicht wegfliessen. Sie tun sich die Fallseite ein bisschen verankern, optisch. Das ist wahrscheinlich die Strahlung, die mir dann auch schwärzt, die Blätter. Ja. Aber darüber, es ist einfach jedes Mal ein Erlebnis, die aufzunehmen. Und sie versuchen ja wirklich alles, um nachher auszusehen, wie Eisen. Echt, es ist also frappierend, wenn man es so sieht. Es ist einfach sehr riesig. Sind die Strahlungen und Strömungen, die du da spürst und du siehst, ist das auch eine Verbindung, die du hast mit dem Urs? Also ist das auch etwas, wo ich zu Ja, er kann? Weiss sehr viel. Er weiss, ich habe dann nur gestaunt. Ich meine, es gibt, als ich dann angefangen habe, das merken, was mit den Steinen ist, habe ich dann schon gesehen. Es gibt sehr viele Architekten oder wer immer, wo Steine einsetzt, um das Haus absichern, Steinmühle. Früher hat man Kieswägel gehabt, also starke Kraftfelder um die Hütte gelegt. Das ist übrigens auch das Kiesrecheln mit dem zehnfingerigen Gartenrechen, ist meine erste Kindheitserinnerung. Also der Ton. Und als ich den nicht mehr gehört habe, das war auch eine Erfahrung von der Krankheit, dann, von der Gicht, dass die mit der Wirkung von diesen Feldern, von dieser Erdstrahlung, es muss einfach genug Ausgleich mit Oberstrahlung haben, mit der oberlastigen Strahlung. Muss es haben, sonst wird man dann krank. Darum sollte man auch nicht unbedingt im Parterre wohnen, ausser wenn eben die Häuser gut zu bauen sind. Ich war dann sehr verwirrt und ich bin froh, dass ich dann das Buch gefunden vom Dr. Palm, Das gesunde Haus. Und da gibt es in Konstanz an der Universität eine Abteilung, die beschäftigt sich. Über terrestrische Strahlung gibt es auch Bücher in den 20er Jahren, wo... Danke. Hat die los? Nein, das jetzt konzentrieren. Was ist jetzt? Was machen wir jetzt? Hey, ich begrüße dich jetzt in meinen Kajüten. Ah, ist gut. Stell dir vor, ein Jugendtraum hat sich für mich erfüllt. In einem Jugendstil-Bahnhöfli. Er dürfen so ausstellen, aber das so schwungvolle Bögen. Und dass man kann da so lang gestalten. Und daneben aber haben wir doch da die Etikette, die es früher verteilt haben. Und wir am frühen Morgen hat man manchmal ein Fraschinzeichen geholt im Bahnhof und in den Kugelschreiber irgendein Gedeck gezeichnet oder so und dann gerade Hand verkauft, damit wir dann mehr Billigen können bestellen. So haben wir kennengelernt, im Grünen Krug haben wir uns kennengelernt, wo der Ernst Schöpfer, der Herr Chartreuse, der hat statt Schnaps hat der Chartreuse bestellt. Und der Friedrich Kuhn hat das Theater aufgeführt hinter dem Ding. Und so haben wir die wilden Jugendjahre. Und gestern eben am Bauernweg. Ich bin eben jetzt gerade beim Urs Huber zu Hause. Ich tue Katze eintrainieren. Der Maxli. Den lerne ich vielleicht auch noch kennen. Er hat sich jetzt gut eingelebt. Jetzt trainiere ich ein bisschen dort eintrainieren. Und dann habe ich da eben die alten Signet gefunden. Aber über das haben wir, glaube ich, schon referiert. Ich stelle da die Tollen aus. Die tollen Tollen. Wie fühlst du dich, Hannes, jetzt so da in dem Jugendstil-Raum zusammen mit dem Urs eine Ausstellung wieder einmal zu gestalten und mitzumachen? Ja, das ist natürlich lustig jetzt. Das hat uns jetzt viel gebracht. Ja, ich bin seit der ersten Sitzung dabei, am Bauernweg, und schaue ein bisschen auf die Stadt ab. Ich habe immer dort im Kreis 4 gewohnt und ich erlebe es jetzt schon ein bisschen anders. Und es ist also hübsch. Und da ist wahnsinnig der Plausch. Wir haben unseren Road Manager
und Elektriker der Fritz Flash Muster. Sein Grossvater hat da ohne Kohle geschuffelt noch. Ja. So also, Zufall gibt es. So schafft man Materie. Wenn sein Grossvater, auch wenn sein Vater, am Hannes Anne gesehen. Ja, hör auf. Ist Zufall. Hat er da geschafft? Ja, ja. Eben? Ja. Es gibt kleine Dreiecke, die dann auch im Grossen. So schafft Materie. Ja. Ja. Und eben die einen wissen über die Steinweisheit. Und die anderen lehren es dann noch. Ja. Entweder leben wir mit dem Stein oder mit dem Stein. Ja. So. Jetzt, wo der Urs da neben da ist, jetzt kannst du es auch sagen. Kannst du es uns sagen, was bedeutet der Urs für dich in deinem Leben? Was hat der Urs für einen Stellenwert? Eisarm. Ja, der hat einen höheren Stellenwert. Hat mich immer ein bisschen verblüfft. Ich selber bin aber sehr engagiert im Kreis 4 mit soziokulturellen Bemühungen. Als Kulturverein Aussensil haben wir als Präsident und haben viele Feste veranstaltet. Quartierfeste oder Kinderfeste. Ich mag mich erinnern, einmal sind grosse Panels gekommen und eine riesige Menge von Farben. Bunte Farben, die unsere Kinder dürfen dann anmalen. Weil der Urs hat ein Haus dort unten, ein sagenhaftes Haus gemacht, am Bahngleis noch, Zollstrasse, glaube ich. Die muss ich nicht zulassen. Und dort hat er dann die Panel gebracht und die Kinder dürfen die anmalen. Ich sehe jetzt noch ein paar Bilder, das ist mir in den Sinn gekommen. Dann. Das Verrückte war natürlich nicht. Wir haben ja das Haus gebaut dort an der Lagerstrasse. Und dann wollten wir eigentlich Bauende mit Kinderzeichnungen, Kindermalereien bemalen. Und das haben wir nicht dürfen. Wieso? Weil die Luft gehört der Stadt Zürich dort. Die Luftsäule! Ah. Jetzt und dann ist das eine Gesellschaft, die die Luft einfach braucht. In dem Sinn, dass sie die in Geld umwertet. Und das ist natürlich ein springender Punkt. Wir haben dann mit Tricks haben wir das noch können machen, dass die Kinder wirklich dürfen, eine Bauwand malen. Aber nur mit Tricks ist das gegangen. Das ist mir unverständlich, so etwas. Das wäre dann irgendwann mal eine Frage an die Stadt Zürich, ich weiß es nicht. Also, Kunst oder Farbe oder was, wir sind ja so weit, dass wir Farbe gar nicht mehr machen dürfen in der Stadt Zürich. Da komme ich nicht so richtig draus. Wir haben die Möglichkeiten, das zu machen. Und wahrscheinlich machen wir es dann einfach. Und dann schauen wir halt mal, was rauskommt. Well, ja. Entschuldigung, ja. Mit deinem Walkman stören. Durch den Tönen? Ja. Aha, excuse me. Also, warte, du ein bisschen näher ran. Was hast du immer noch Dixieletter auf den Kühlen? Pardon. Ja. Das ist nicht einfach nur, ne? Nein, ich hatte ja, die Leidenschaft für den New Orleans. Langsam begreife ich das. Ja, du, wenn du am Samstagabend wieder so richtig kannst aufstehen und tanzen, dann begreifst du so, als er New Orleans Musik hörst, oder? Ja, dann rennt er echt um einen Anti-Hai. Ja. Ah, ja, ja. Es wird sich noch Leute, da musst du abstellen. Oh, habe ich nicht mehr. Oh, das ist gut. Ja, die technische Geräte, da komme ich aber nicht zu draus. Was er alles gehört, das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Er sagt, er gehört am Eisen Riesler. Oh, du, alles, wenn ich dich jetzt so würde fragen, wenn du irgendwie einen Traum hättest, einen Wunsch hättest, etwas zu machen mit dem Urs, was könntest du dir vorstellen? Einfach irgendetwas, was deine Kunst... Ja, das nimmt mich auch wunder, das ist eine gute Frage. Das nimmt mich wunder, aber das bildet sich heraus, weil in dem Riesenbuch, wo der Urs bedient, dass da eine Symbiose mal entsteht, vielleicht eine gemeinsame Ausstellung, aber die kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich habe das mit dem Fluoreszierenden am Anfang auch nicht so richtig verstanden.
Erst jetzt, wo ich auch mit Strahlungen, wo ich einfach muss konstatieren, ja, das sind ganz Strahlungen, wo ich auch muss studieren. Das sind Grenzbereiche. Ich bin jetzt auch in Grenzbereiche gekommen. Und wenn man kann ein Publikum, also ein breites Publikum, an Grenzbereich anführen, wo sie so lustvoll dürfen erleben wie beim Urs seinen Bildern, dann ist das natürlich fantastisch. Und das wird irgendwann mal etwas geben. Ich freue mich sehr darauf. Aber man muss nicht überstürzen. Ja. Das heisst aber auch, also auch mit dem Urs, seiner Arbeit, tust du quasi auch, du ziehst auch etwas für dich raus, indem du auch wieder lehrst. Ja, sicher. Natürlich. Ja. Aber vor allem, dass er auch, natürlich habe ich gemerkt, Mart, wie er baut oder wie er auch mit den Steinen umgeht, aha, da muss man, weil wenn jemand die Weisheit vom Stein einmal begriffen hat, dann korrespondiert er mit der. Dann ist ihm schon das Licht aufgegangen. Und dann kann man ganz anders auch diskutieren oder reden. Und natürlich sind das alles noch fremde Welten, wo man muss zum Teil noch lernen. Und ich hätte das mit dem Kornkreis nie so ernst genommen, aber jetzt habe ich da gerade eine Bildbank gestern durchgeschaut, wenn man von Symbolen redet. Und dann komme ich halt wieder auf die Symbole, die wir hier haben, aus unserer Ängstumgebung und sehr wenig Leute. Aber es gibt schon Leute, die die Tollen sehen. Aber viele haben das noch gar nie gesehen. Die sehen es erst, seit man es als Zeichen an der Wand haben. Und ich selber staune auch. Und dann die Vielfalt, also an Möglichkeiten. Ja, und auch, ja. Hast du wiederum das Gefühl, Urs, dass die Symbolhaftigkeit von euch beiden Kunst, hat das etwas miteinander zu tun? Oder sind das zwei ganz fremde Welten? Oder kommen die auf einer ganz anderen Ebene zusammen? Ja, selbstverständlich hat das mit unserer Freundschaft etwas zu tun. Man kreuzt sich, man ist ja da auf dieser Welt für einen kurzen Moment, eigentlich für 80, 90 Jahre oder so, irgend so etwas. Und dann taucht man dann irgendwann wieder auf und ab und zu und so. Und das passiert natürlich im kleineren Sinn auch in dem Moment, wo man da lebt. Und von dort habe ich Hannes kennenlernen von 35 Jahren ungefähr. Und dort haben wir uns auf einer gewissen Ebene verstanden, haben uns immer wieder gesehen. Und wenn sich die Wege dann kürzen, dann bleibt natürlich immer gegenseitig miteinander etwas hängen. Das ist ganz klar. Jeder geht seinen eigenen Weg. Hannes geht seinen, ich gehe meinen. Wir dürfen uns hier treffen. Und das hat natürlich mit allem etwas zu tun, mit Kunst und Leben und was es ist. Ich durfte von ihm wunderbare Arbeiten sehen, kennenlernen, näher. Mit Ton, mit Cis und Cis. So. Ja. Und das ist eine Urne, die ich gegeben. Ja, das sind natürlich genau lustige Sachen, die man einfach so viel bekommt von der Hate, oder so etwas, was dann geht. Und ich bin irgendwie also hier. Ja. Ist das klar, dass du jetzt immer in den Tag hineingehst? Ja. Du dich das begleiten eigentlich die ganze Zeit? Ja, das macht. Tust du das aus dem Lustprinzip in den Sack nehmen? Nein, ich finde das den Ton finde ich schön. Das ist ja so, ich habe den Ton. Einen ähnlichen Ton habe ich mal kennengelernt, als ich eine Figur von Hannes bekommen habe. Und dann war ich am Arbeiten, im Siebdruck. Und dann hat mein Siebdruck das einfach als Markierung gehabt auf dem Band, wo er die speziellen Arbeiten macht. Da kommen dann die Drücke wie Brot durch den Ofen durch.
Und die muss man dann schnell wegnehmen. Und dass er sieht, wenn es kommt, ist so eine Schale da gewesen. Dann haben gesagt, hey, brauchst du denn die Schale überhaupt? Dann sagt er, nein, das ist bitte gar keine Rolle, was dort ist. Es muss einfach etwas sein, was nicht brennt. Und er hat ihm zwei Schalen gegeben. Und die habe ich jetzt einfach im Sack. Und das ist auf der anderen Seite natürlich eine Erinnerung an das auch. Und so trifft sich alles wieder so. Und Ton, Klang, Musik, Farbe und ja. Well, hä? Well. Dann hätten wir wieder Pause, hä? Dankeschön. Ja, das war etwas aus seiner Sicht. Oh, das kommt schön. So plastisch. So, jetzt kommen wir der. Oh, hier oben dort. Aha, okay. Super, hey. Wir fliegen die Tauben. Super, Witz. Hey. Wow. See that pretty Creole gal? She'll be mine. One glass of wine will greet your smiling face. See that pretty Creole gal, she'll be mine. Way down in New Orleans, yeah, it's pretty, baby. Okay, und jetzt Hand. Those are my six bishops with the law. That has something to do with time, with religion, with something going on in that world. Six bishops with the law. That's
sehr viel aus. Es läuft. Das sind 6 Bischofs mit der Wahl. 6 Bischofs, also nicht 6, sondern 6 Bischofs. Die Bischöfe haben etwas zu tun mit unserer Geschichte, mit unseren Religionen, effektiv auch Wirtschaft und Politik und viele Sachen, die jetzt dann direkt auf uns loskommen, wo wir ja auch bereits schon mit drin sind. Soll ich jetzt etwas sagen? Ja. Warte jetzt aber. Warte noch. Okay. Und los. Sechs Bischofs mit der Law. Das hat etwas zu tun. Nicht mit 6 Bischöfen, sondern mit 6 Bischofs mit der Law. Das hat etwas mit der Zeit zu tun. Wir haben verschiedene Zeiten. Das ist eine Erinnerung an eine frühere Zeit. An eine Zeit, wo Bischofsstäbe eine ganz andere Bedeutung hatten. Eine Bedeutung, die wir vergessen haben. Da ist irgendwie eine Verwechslung passiert. Eine Verwechslung mit dem Aaronstab. Der Aaronstab, der eigentlich Wasser aus dem Berg rausgeholt hat. Was war denn das? Das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich jetzt gerade, das geht gar nicht. Ich kann nur in Sekundenbruchteil daran erinnern. Man hat dann das irgendwie verwechselt und die Zeit war 553 nach Christus. Man hat dann die Bischofsstäbe als Machtstäbe verwendet. Und so ist etwas in unsere Religionen hineingekommen. Wir können sagen, das Christentum, das nicht mehr ganz genau mit dem übereinstimmt, was eigentlich gemeint war. Das sind 6 Bischofs mit der Law. 6 Bischofs mit dem Gesetz. Das Gesetz, wo da auf uns zukommt. Ein bisschen aggressiv. Man hat dann Bischöfe genommen. Da sind es 6 Bischöfe. Man hat etwas vergessen. Die Kraft der Frau. Das ist das Weibliche, wo die Bischöfe drin sind. Das Weibliche, wo auch eine richtige Kraft gibt. Das Weibliche, wo auch auflädt. Auflädt eigentlich in jedem Sinn. Auflädt in jedem Sinn. Auflacht in jedem Sinn. Das ist die Kraft vom Weiblichen oder von der Progressivität. Was ist gut und schlecht? Was ist progressiv und regressiv? Das ist eine lange Geschichte. Progressiv ist eine Verbindung mit dem Herz, mit der Seele. Und progressiv ist eine Verbindung
mit dem Geist. Jetzt, was ist Geist? Was ist Materie? Was ist Körper? Was ist Seele? Was sind wir überhaupt? Jeder sieht das anders. Ich sage dem fantastische Realitäten. Fantastische Realitäten haben etwas zu tun mit der Zeit, in der wir drin sind. Es gibt natürlich fantastischen Realismus. Hieronymus Bosch und viele andere machen das und zeigen das. Ich versuche, an etwas anderes zu erinnern. An die sogenannten Primitiven. Wer ist denn primitiv? Sind die sogenannten Primitiven wirklich primitiv? Oder sind wir es? Wir sind sicher nicht primitiv, aber vielleicht dekadent. Über das sollte man vielleicht hier und da ein bisschen nachstudieren. Und das ist eine Brücke, die mit Statik eigentlich nichts zu tun hat. Der Statiker macht seine Brücke. Und in der fantastischen Realität mache ich die Brücke eben ein bisschen anders. Für den Statiker verheben die nicht. Oder teilweise verheben sie nicht für den Statiker. Es gibt zwar einen, der meine Statik begreift, die Statik in der Farbe, im Gefühl und in speziellen Schwingungen. Andere Statik, das macht man im Bau. Die verheben dann mit der Armierung, mit der Eise und eben mit der baulichen Statik. Thank you.
grass to shelter me from the rain. You're gone and I'm right back here where you found me. I'm out in the cold again. Six and three for your nine. Give me some of yours and I can tell you some of mine. I'm in the racket. I'm in the racket.
millionaire. I spent all my money, honey. You know I didn't care. I was taking all my friends out for a mighty good time. I bought a bootleg liquor, some champagne, all kinds of wine. Then I began on a fall so very low. I had no money, honey, no place I could go. If I ever get my hands on a dollar one more time again, I'm gonna hold on to it, squeeze it. Watch that eagle grin now, babe. Watch that eagle grin. Ein kleines Stückchen vom Nylonvater. Das ist vom Roten, Pink. When you're down, down and out. Etwa ein Zentimeter. In your body. Yes. Oh, not one little penny. And your friends, what friends, baby? You ain't got any. Wait till you're up on your feet again. Every last one of them, they all want to be your long-lost friend. It's mighty, mighty strange, yes, but true, without a doubt now. Nobody knows you, and they don't even care about you. No, 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 no. When you're down, down and out. Thank you.
grazie. Mentre il nostro batterista continua a essere ammalatissimo, ci scusiamo con noi, ma d'altra parte siamo solidarissimi con lui perché sta veramente male. Anzi, porca, io dico. We gotta go. Thank you.
Portiamo finché vivo. Poco colorito. Massimo, ne approfittiamo finché sei vivo. Magari
Schwing!